Servus vom Serve, herzlich willkommen. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden, also zwischen EC und Kreditkarten und Bargeld? Ich beweise dir jetzt, warum du wegen EC und Kreditkarten jährlich 1.300 Euro, also alle 3 Jahre einen Traumurlaub oder alle 10 Jahre einen Kleinwagen verschenkst und warum es eigentlich sogar mehr sind als diese 1.300 Euro. Wusstest du, dass wir bis zu 30% mehr ausgeben, wenn wir mit EC und Kreditkarten bezahlen, weil wir weniger auf den Preis achten? Stell dir doch so einen Einkauf in deinem Supermarkt einfach mal vor, wo dir aufgrund deiner EC oder Kreditkarten scheinbar erstmal unbegrenzt Geld zur Verfügung steht und dann gehst du so durch die Gänge durch und dann siehst du hier irgendwo ein scheinbares Schnäppchen, da ein Sonderangebot, wo du dich eher hinten reißen lässt, da mal noch eine extra Flasche Wein oder dann am Ende diese Ramschkisten, das sind ja manchmal zum Beispiel irgendwelche Schnäppchen drin von DVDs oder sonst irgendwas, was dich einfach verleitet zum Kauf. Wie du weißt, sind solche Läden ja extra so aufgebaut, damit wir uns zu übereilten Spontankäufen hinreißen lassen. Vor allen Dingen für Dinge, die wir gar nicht vermissen würden. Was ist die Lösung? Bar bezahlen. Eigentlich immer bar bezahlen. Denn erstens, wenn ich im Portemonnaie nur noch 50 Euro drin habe, dann sehe ich ja gleich, wenn die weniger wären, also ich kriege sofort ein Feedback, ja, und ich kann eben eine Geldbörse nicht überziehen. Zweitens, du gibst weniger aus, erst recht, wenn du den Einkauf, also die Waren, die du da drin hast, einzeln aufaddieren würdest. Und drittens, Bargeld ist eher präsent als eine Kreditkarte. Also eine Kreditkarte ist ja viel zu abstrakt. Stell dir einfach mal bei einem Einkauf vor, du würdest immer bar bezahlen. Stell dir mal beim nächsten Autokauf vor, du würdest Schein für Schein über den Tresen reichen, ja, wie dir das im Endeffekt wehtun würde, wenn du sagst, oh, für den habe ich so lange gebraucht, um den zu verdienen. Also das ist eine ganz andere Haptik, ein ganz anderes Gefühl, was erzeugt wird, wenn du Bargeld permanent über den Tisch, über den Tresen reichen würdest. Und ganz ehrlich, du würdest einmal mehr überlegen, ob das jetzt gerade richtig ist. Ja, zum Abschluss habe ich dir versprochen, wie komme ich auf diese 1.300 Euro? Nehmen wir mal an, du würdest aufgrund deiner Kartenzahlung 10%, also nur 10% mehr ausgeben, also nicht diese 30, die ich gesagt habe, sondern nur 10%. Alle Links, auf die sich hier meine Aussagen beziehen, findest du auch wieder in den Shownotes. Ich habe mal gegoogelt, und zwar die Konsumausgaben privater Haushalte in Deutschland von der Bundesbank oder laut Bundesbank. Dinge, also die man auch mit Karte zahlen könnte, das sind im Monat durchschnittlich 1.093 Euro. Wenn ich also annehme, 10% von diesen 1.093 Euro wären also 100 Euro im Monat, also 1.300 Euro im Jahr, Jahr für Jahr. Wie sich das alles aufsummiert und warum Kleinvieh doch Mist macht, findest du hier in dem Videolink oben, wenn du auf das i klickst. Also, wenn du das nächste Mal einkaufen gehst, dann denk daran, willst du dich lieber verführen lassen oder vielleicht doch beispielsweise lieber einen Traumurlaub in der Karibik oder mit dem ersparten Geld irgendwas anderes, Sinnvolles, Gutes unterstützen. Das heißt nicht umsonst, nur Bares ist Wahres. In dem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ab hier liegt's an dir. Bis zum nächsten Video. Dein Michael. Ciao, ciao.